Aber der Erfolg passiert nur, wenn man kleine Schritte geht. Und dafür muss man Kompromisse machen. Ich habe Uwe Hermoski hier. Er sitzt am Bundestag, wirkt mit bei politischen Entscheidungen. Und vielleicht kannst du uns mal kurz mit hineinnehmen. Was machst du am Bundestag? Die Deutsche Evangelische Allianz hat seit 2014 einen eigenen Beauftragten, der sich bei den Politikern für christliche Werte einsetzt. Und 2016 habe ich mich auf die Stelle beworben und wurde dann in einem Auswahlverfahren da genommen. Wenn du am Bundestag bist und immer bei Entscheidungen mitwirkst, welche Themen, welche Entscheidungen hast du denn schon mitbearbeitet? Ja, also erstmal vielleicht so ein klein bisschen Demut. Ne? Es gibt in Berlin 1000 akkreditierte Verbände und wir sind einer. Das heißt, wir können eigentlich nur ein Promille mitwirken, wenn man so will. Aber immerhin zu den Sachen, wo wir ganz zuletzt dran waren, war das ganze Thema Konversionstherapien. Es geht um die Frage, homosexuelle Menschen, darf man die behandeln? Darf man ihre Homosexualität als Krankheit verstehen? Und da war uns ganz wichtig, dass einerseits, dass man sagen kann, nein, Homosexuelle sind nicht krank, aber es gibt auch Menschen, die wollen trotzdem eine Veränderung und die erleben eine Veränderung und die darf das Gesetz nicht ausschließen. Also wenn hier zum Beispiel ein Pastor mit jemandem auf dem Weg ist und sagt, ich bete für dich, dass du in deinem Leben ja, möglicherweise auch mal eine Frau findest oder so, dann ist das ja nichts Kriminelles, das ist ja nichts Schlimmes. Schlimm ist nur, wenn ich Leuten einrede, dass sie krank sind. Da konnten wir mitwirken. Ansonsten gerade vor kurzem noch mit einem längeren Artikel mit mehreren Aktionen zum Thema Menschenhandel. Da gibt es einen eigenen Arbeitskreis Prostitution und Menschenhandel im Bundestag. Und ein Thema, bei dem wir über Jahre schon dabei sind, in dem wir Bücher einspeisen, in dem wir mit Leuten reden, ist das ganze Thema Christenverfolgung. Und da konnten wir, glaube ich, einige schon wirklich tatsächlich mitbewegen. Politik heißt oft Kompromisse machen. Was sind für dich Herausforderungen gerade in diesem Umfeld? Ja, es ist natürlich, also wir sind ja einerseits sind ja kein Teil der Politik. Das heißt, ich muss im Grunde genommen keinen Kompromiss machen, sondern ich kann alles komplett fordern. Ich kann fordern, dass Abtreibung generell verboten wird zum Beispiel oder so. Das Verrückte ist nur, wenn ich so eine Forderung so stelle, dann schaffe ich mir Gehör und viele, die aus unserer Szene kommen, sagen, das ist toll und andere sagen, du bist ein Spinner. Wenn ich aber etwas bewirken möchte, dann muss ich das in kleine Schritte übersetzen. Das heißt, ich muss zum Beispiel sagen, nee, also Abtreibung wird in Deutschland, so wie es ist, ist geregelt, dieser Kompromiss wird geregelt, aber es soll im Moment gerade daran gebastelt werden, dass man Bluttests einführt, die dazu führen, dass man alle Kinder, die Trisomie 21 haben, ganz früh erkennt. Und wenn das bei allen Schwangeren durchgeführt wird, kann es sein, dass noch mehr Down-Syndrom-Kinder abgetrieben werden. Also mache ich nicht das ganz große Fass, sondern sage, an der Stelle ist es wichtig, dass die Krankenkassen das nicht für alle Frauen machen, sondern nur für die, die jetzt in einer Gefährdungssituation sind, weil es darum geht, Kinder mit Down-Syndrom am Leben zu lassen. Und dazu suche ich mir Ärzte, die wirklich Ahnung haben und die machen eine Stellungnahme und wir gemeinsam geben das ein. Das heißt, wenn ich in der Politik was erreichen möchte, muss ich das in kleine Münze übersetzen, kleine Sachen gehen. Wenn ich alles fordere, das kann ich machen und ist auch manchmal richtig, dass man sich auch hinstellt und sagt, ich will das. Aber der Erfolg passiert nur, wenn man kleine Schritte geht und dafür muss man Kompromisse machen. Ich glaube, das ist ein guter Hinweis für uns auch, wenn wir sagen, Politik ist ein Stück weit wie ein Gruppenprozess, immer Gruppenentscheidungen und da können wir auch davon lernen zu sagen, wir machen kleine Schritte und trotzdem sind wir aber Mitwirkende. Ne? Ganz genau. Das ist ja, aber genau das ist ja Demokratie, dass wir das verstehen. Also ich kenne Leute, die sagen, ich finde kein Gehör in der Politik. Und was meinen sie damit? Sie meinen damit, die Politik macht nicht das, was sie wollen. Aber ich bin einer von 82 Millionen Bürgern. Die Politik kann nicht machen, was ich will. Ja, und wenn sie es ein bisschen in die Richtung macht, weil ich mich auch mit engagiere, dann habe ich schon viel mehr erreicht, als ich denke. Gutes Thema, was du ansprichst, weil ich glaube, als Christen ist man manchmal oft so geneigt, oder manche sind dazu geneigt zu sagen, ja, diese Person mit den ganz anderen Ansichten, anderen Werten, mit der will ich jetzt nicht mehr zusammenarbeiten, weil die eben so andere Ansichten hat. Wie gehst du damit um? Also ich glaube, das allererste ist erstmal verstehen, warum die andere Person diese Meinung hat. Also ich sage mal ein Beispiel, wenn eine Frau sagt, ich bin dafür, dass Abtreibung in Deutschland komplett legalisiert werden muss, dann kann ich sagen, ja, also gibt es auch Leute, die sagen, das ist eine Mörderin, die will das ungeborene Kind umbringen. Oder ich frage nach, was ist los, wo kommt die her? Ja? Und dann weiß ich, dass in Deutschland und in vielen anderen Ländern es eine Geschichte gibt, die Frauen dadurch unterdrückt hat, dass sie geschwängert wurden. Ja, die Frau hatte keine Rechte, die war bis in die 70er Jahre waren Frauen in Deutschland nicht geschäftsfähig. Und wenn die einen Job anfangen wollte, dann hat ihr Mann sie in der Ehe vergewaltigt, sie war schwanger. So, und dann konnte sie keinen Job anfangen, dann konnte sie keine Ausbildung machen. Das heißt, das Schwängern war ein Machtinstrument, um Frauen zu unterdrücken. Und wenn dann eine Frau sagt, ich muss aber in mein Selbstbewusstsein kommen und dazu gehört Abtreibung,
dann finde ich Abtreibung immer noch falsch, aber dann verstehe ich, wieso sie dazu kommt. Ich verstehe es. Und ich denke, was an diesem Beispiel deutlich wird, ich muss mich aufmachen, die Argumente des anderen hören, verstehen, warum er so ist, wie er ist. Und dann kann ich immer noch eine andere Meinung haben. Aber das Mindeste, was der Respekt, glaube ich, gebietet, ist zuhören und nachvollziehen, dass der andere das nicht macht aus Bosheit, sondern dass er Gründe hat für seine Meinung. Und da, glaube ich, sind wir als Christen leider manchmal nicht ganz so gut. Ja? Wir haben dann immer, wir denken, wir haben die offenbarte Wahrheit und die anderen sind alle doof. Nee, sind sie nicht. Ja, das ist ein guter Impuls, den ich auf jeden Fall mitnehmen möchte, da offen zu sein und die Leute zu verstehen. Vielen Dank dir.